Willkommen zu Halo Wars 2 Awakening the Nightmare, oder auf Deutsch, der Albtraum erwacht. Ich bin Aaron und ich habe mir das jetzt erst kürzlich gekauft, ein bisschen nach Release, und bin sehr gespannt darauf, die Flood endlich wieder in Halo zu sehen. Die haben wir ja seit Halo 3 nicht mehr in Halo erlebt. Und ja, das verspricht ziemlich gut zu werden, hoffe ich jetzt mal. Bin mal gespannt, ob es ein paar mehr Missionen sind als bei Spearbreaker. Spearbreaker war immerhin kostenlos. Und, also zumindest für mich war es kostenlos, weil ich den Season Pass hatte. Albtraum erwacht hat mich tatsächlich nochmal 20 Euro gekostet. Hat dafür zwei neue Lieder mit drin, neue Kampagne. Die neuen Maps gab es gratis für alle. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden als die Verbannten spielen in dieser Kampagne. Und ich werde hier auf Normal spielen, weil ich normalerweise, wenn ich einen Anführer noch nie gespielt habe davor, auf Heldenhaft erstmal reinscheiße. Und ich mir ein bisschen Zeit sparen werde. Ich werde das wahrscheinlich nochmal auf Heldenhaft oder Legendär mit Soul Reaper im Team durchspielen, aber weil ich jetzt alleine bin, werde ich erstmal als normal beginnen. Ah, Cutscene, sehr nice. Oh, Atriox, was geht ab? Das sind die beiden neuen, schätze ich, ne? Pavium und Voridus. Ich achte nie wieder deine Befehle. Kundschaften und Trümmerbergen und nicht mehr. Atriox war deutlich. Ich sehe mich um, aber wenn ich ein paar Mitbringsel finde, wäre das ja wohl okay. Voridus, hör zu. Solltest du ihn nochmal enttäuschen, nur weil du dich beweisen willst, dann werde ich dich nicht mehr retten können. Und unser beider Köpfe werden abgeschlagen. Ruhig Blut, Bruder! Du denkst zu viel nach! Also, bisher fühlt mir das ganz gut. Gibt den Brutes tatsächlich ein bisschen menschlichere Züge. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist. Bin leider ein bisschen krank. Deswegen ich jetzt ein paar Mal husten werde, wahrscheinlich während dem Video. Das Gelände ist für unsere Energieextraktoren nicht geeignet. So ist das. Und deine Männer sollten besser daran denken, dass alles, was wir hier finden, Atriox zusteht. Der Krieg hat sich zermürbt, Bruder. Wo ist deine Abenteuerlust geblieben? Dieses Relikt wartet nur darauf, geplündert zu werden. Der Krieg hat mich eines gelehrt, Voridus. Übe dich in Geduld. Sobald wir mit seinem Charity sind, müssen wir rasch handeln, um den Wächtern zu entgehen. Ja, ja, ich weiß schon, was uns hier erwartet. Dann beeil dich mit deinen Vorbereitungen. Meine Truppen sind schon da. Voridus, Ende. Okay, also man spielt wirklich nur als diese beiden neuen Lieder anscheinend. Interessant. Aber Hauptsache Brutes. Flüchtlinge, holen wir uns Waffen aus High Charity und kehren dann, wie von Voridus befohlen, für neue Befehle zur Basis zurück. High Charity? Die Hauptstadt der Allianz? Hab gehört, der Schmuck ist. Überall sollen da fiese Monster lauern. Stimmt wahrscheinlich auch. Interessieren mich nicht und damit auch euch nicht. Okay, wo ist denn meine Hero-Einheit? Oder kriege ich sowas gar nicht? Ah, okay, Banshees. Zwei Reaper, zwei Grunt Squads. Okay, kleiner. Oh shit, da geht's schon mal los. Scheiße, hätte ich schneller sein sollen. Bei der Bergungsstelle sammeln sich zahllose Wächter. Es wirkt fast, als würden sie etwas im Inneren von High Charity bewachen. Diese Märchen von den Parasiten? Reine Allianzpropaganda, alter Freund. Du kümmerst dich um deine Wächter, ich nehme die bei mir auseinander. So bekommen wir schnell, was wir wollen. Okay, aber den Parasiten gibt's. Das wissen wir ja schon, ne? So, was haben wir da Schönes? Oh, das war eine geile Aussicht. Unsere Lufteinheiten greifen Wächter bei High Charity an. Welcher Narr hat die Lichtbrücke abgestellt? Na, so ein Pech. Dann muss ich wohl jemand anders um die Wächter kümmern. Feiglinge, ich stoße euch gleich in den Abgrund. Reaver, die Lichtbrücke reaktivieren. Helfen wir erstmal hier den Banshees, würde ich mal sagen. Die haben alleine nämlich keine Chance. Die haben auch mit uns keine Chance. Ich
Funktioniert nicht. Okay, dann. Feuer frei. Jo, voll retro, Alter, die Runs sind übel gut. Du kannst mit Beute zurückkommen oder als Abendschmaus für die wahren Krieger enden. Deine Entscheidung. Hab mich entschieden, jagen wir so. Okay, also bisher gefällt mir das sehr gut, wie sich die hier unterhalten. Das hat schon was. Oh, Reaver haben tatsächlich kleine Kanonen vorne dran, das wusste ich noch gar nicht. Ich meine, gut, die sind recht nutzlos gegen alles, was nicht fliegt, aber... Ne? Wird das mein Locust oder verschwindet er dann gleich wieder? Ah, ist meiner, sehr gut. Oh, wer ist denn das hier? Ah ja, okay. Zwei davon wieder. Finde ich gut, dass sie mir ein paar Reaver mitgegeben haben. Reaver sind natürlich absolut genial gegen Lufteinheiten. Ja, da würde ich sagen, fängt das Ganze mal recht gut an, aber noch keine Flat in Sicht. Klar, nach dem Trailer zu urteilen, wird es auch erst passieren, nachdem ich in High Charity reingehe. Aber das lässt hoffen, wenn es jetzt langsam anfängt, dann heißt das eventuell, dass die Kampagne auch ein bisschen Inhalt hat. Und das sehen wir jetzt dann. Ich weiß jetzt natürlich, ich habe natürlich absolut noch nichts spoilen lassen über die Kampagne. Ich weiß noch absolut null über die Albtraumerwacht-Kampagne. Soll heißen, egal was passiert, abgesehen von auftauchender Flat, es wird mich überraschen. Noch. Mal schauen, wenn ich ein bisschen hier rein spiele, dann werde ich wahrscheinlich einige Sachen bald vorhersehen können. So, haben wir's dann. Ja, scheint so. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal ein bisschen weiter. Vielleicht kriege ich noch ein paar mehr Einheiten dazu. Es wäre wünschenswert, weil so nett Grunt Squads auch sind, die halten halt nichts aus. Schau mal, der hier ist zum Beispiel schon ganz allein, der Brute. Der hat keine Grunts mehr. Ja, danke schön, dass ihr mir wegläuft. Aber ich nehme diese Ressourcen mit. Boah, ich habe eigentlich ganz gute Ressourcen, fällt mir gerade auf. Boah, Alter, eine Basis wäre jetzt schon echt tight. Ich spiele aber eigentlich nie Verbannte, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, ich weiß nicht, wie gut ich jetzt mich hier anstellen werde. Kann nämlich mir gut vorstellen, dass ich hier nur Scheiße bauen werde. Keine Angst, eines meiner neuen Spielzeuge erledigt das. Feuer deinen Störsender auf den Zugangspunkt. Das EMP-Feld wird die Wächter lahmlegen. Okay. Störsender. Solange sie lahmgelegt sind. Freundes, das EMP-Feld des Senders wird schwächer. Ich habe ein paar Verbesserungen vorgenommen, die einen viel größeren Bereich abdecken. Deine Verbesserungen haben die Dauer des EMP-Feldes verkürzt. Du solltest es bald ersetzen. Okay, ich würde sagen, bevor wir es ersetzen, machen wir jetzt erstmal hier richtig schön aufs Maul. Freundes, du kannst meinen Orbitalmarkierer nutzen. Scheiße, Mann. Es sind doch ein paar mehr Wächter, als ich erst dachte. Ah, Schildgenerator braucht ja erst ein Upgrade. Kann ich mir zum Glück leisten. So, würde ich sagen, bauen wir außerdem noch ein paar mehr Energieextraktoren. Kriegsrat. Und... Verpisst euch mal da raus. Oh, noch eins davon. So. Mehr Geschütze und vor allem größere Geschütze. So, hier Anti-Air. Das kann ich mir nicht leisten. Dammit. Sehr schön. Jetzt ist schon mehr machbar. Ich glaube, ich gönne mir mal davon was. Und der hier müsste da raufhüpfen können.
Okay, der muss sich jetzt erst aufladen, dammit. Ja, egal. Schildgenerator und dann sollte sich das Ganze hier verteidigungstechnisch erstmal geklärt haben. Bisher muss ich sagen, die erste Mission, gut, es fängt sehr langsam an. Sollte ich mitrechnen, sollte ich mitgerechnet haben eigentlich, dass das nicht sofort voll Party ist. Aber ein bisschen enttäuscht bin ich trotzdem. Warum denn habe ich den Harvester jetzt geupgradet, frage ich mich gerade. Wäre sie viel sinnvoller gewesen, wenn ich jetzt die Ding hier geupgradet hätte, die die Energieextraktoren. Das werde ich heute nichts machen. Ich brauche mehr Energie. Oh, hier hinten ist ein... Gut, dass ich das auch mal mitbekomme, dass hinten so ein Energiegenerator ist. Jo, das könnte... Na, Vorbereitungszeit, was soll das heißen? Oh, scheiße. Ich habe nur begrenzte Zeit, um meine Armee aufzubauen. Kacke. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen dumm. Einer der Störsender hat seinen Geist aufgegeben. Ersetzt ihn. Ja gut, fuck. Oh shit. Unsere Basis wird angegriffen. Ficken. Das wird ein bisschen blöd, habe ich das Gefühl. Die Jäger bringen nicht so viel. Und gut, auch nicht. Machen wir mal ein paar Elite Ranger. Okay, ich glaube, ich brauche erstmal hier hinten ein paar Geschütze hin, bis der weg ist. Hallo? So. Das sollte das Ganze etwas ausgleichen. Dammit, ist das Geschütz low. Scheiße. Ah, Reaver, perfekt. Ich brauche mehr Reaver. Okay, das geht nicht mehr. Dann kann ich aber immer noch eine zweite Gießerei bauen. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein paar Reaver und dann läuft alles. Apropos Reaver, ne? Geschütz errichtet. Geschütz fertiggestellt. Bin unterwegs. Ja gut, dann heißt es jetzt eigentlich nur noch warten. Was gibt's hier? Splitterminen für die Grunts. Ja, warum nicht? Reden wir die auch mal ab, wenn ich schon so viele von denen habe. Ich finde es einfach wieder interessant, wie die verbannten Raketen sehr an die UNSC-Raketen erinnern im Vergleich zu dem, was die Allianz früher benutzt hat. Voridus, du wirst dich mehr Wächtern stellen müssen als jemals zuvor. Du hast hoffentlich einen Plan. Was heißt das jetzt? Oh yeah! Ist das meiner? Geil. Ja gut, den nehme ich natürlich gerne. Wir haben die Wegmarkierungen für deinen Scarab platziert. So, ich würde mal sagen, Bollwerk und Feuerregen. Das ist ausgebrannt. Du führst die Effizienz aller anvisierten Strukturen. Ah, okay, nee. Machen wir mal eigentlich erst die Damage und sonstigen Abilities. Okay, ich muss diesen Scarab also am Leben halten, oder wie sehe ich das jetzt? So, Flugabwehr. Gut, wir haben ein paar Geschütze zur Verteidigung der Basis, wenn wir nach High Charity aufbrechen. Flugabwehr, genau. Das sollten wir überall machen. Den muss ich noch upgraden. Den habe ich schon, ne? Der ist erweitert, sehr gut. Alter, warum ist denn der Scarab so unglaublich lahmarschig? Wir brauchen einen neuen Störsender, macht einen bereit! Geschütz verbessert. Alter Schwede, ey.
Wenigstens sagen sie mir Bescheid, dass sie einen neuen Störsender brauchen. Ja, gut. Weil der geht hier vorne durch, ne? Dann sollte ich ihn vielleicht. Sollte ich ihn vielleicht verfolgen. Was ist mit der Feind ist hier? Achso. Wächter. Ach du meine Fresse, dauert das ewig. Sogar wenn es solche Monster einmal gegeben hätte, wären sie jetzt schon lange tot. Gut, das hier hinten nervt jetzt langsam ein bisschen. Zeig mal her. Und stirb. So. Okay, langsam bin ich am Limit, wie ich sehe. Machen wir noch einen Chopper. Und graden ab. Dann sollte das das gewesen sein. Okay, können wir upgraden. Sehr schön. Würde ich sagen, erhöhen wir das Bollwerk. Warum nicht? Position bestätigt. Alter, warum ist diese Barrikade so übel tanky? Ist ja komplett schwachsinnig. Was? Aber wo haben wir bitte ein Gebäude verloren? Was meint... Achso. Okay, da ist was kaputt gegangen, der Störsender. So, das wird noch geupgradet. Kann ich hier noch was upgraden? Nee, also müsste ich hier. Funktioniert nicht mehr. Schießt einen neuen dorthin. Das war's fast. Immer weiter. Störsender sind schon was Geiles, muss ich sagen. Also, Voridus scheint schon mal, von dem, was ich jetzt hier in der Kampagne sehe, ein recht angenehmer Leader zu sein, zumindest von den Abilities her. Aber ich sehe jetzt noch keine besonderen Einheiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier ist ja auch noch Platz, ne? Nicht zu vergessen, ich gehe jetzt hier auch rein auf Metall. Ich hatte mir die Explosion größer vorgestellt. Oh was, da waren irgendwelche Lufteinheiten, ich habe die gar nicht bemerkt. Das nächste Mal bei Der Albtraum erwacht. Hallo? Schau mal aus, wie diese Splitterminen ausschauen. So, und jetzt heißt es eigentlich nur abwarten, Tee trinken und mehr Tee trinken. Halt's Maul. Dein Anführer kann gut auf sich selber aufpassen. So. Ja, es ist gerade ein bisschen problematisch. Ich habe ja keinen Störsender parat. Okay, langsam aber sicher wird mir ein bisschen zu viel gelabert. Ich kann ja selber gar nichts mehr dazu kommentieren, wenn ich nicht selber zuhören will. Ja, ach nee. Ja, halt's mal, Mann.